Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play XCOM Enemy Within und zu unserer ersten Terror-Mission leider. Ich sag leider, weil ihr werdet schon sehen, wie schwer das ist. Starten wir gleich mal. Wir landen. Auf nach Neu-Delhi, oder nur nach Delhi, ist ja nicht Neu-Delhi, sondern nur Delhi. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Genau. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Gut. Nicht optimal hier. Schauen wir gleich mal, wie es links ausschaut. Ob wir da Gegner aufdecken können. Nein. Ich werde wahrscheinlich... Es ist schwierig hier. Ich würde gerne hier rauf, dieses Vordach, diese Tische und... Der Schirm steht, allerdings die einzigen zwei Zugangspunkte sind hier die Abwasserrinne und rechts gibt es auch so eine Abwasserrinne. Zusätzlich gibt es da drinnen so ein Gebäude, wo so ein Stiegenaufgang besteht, auf den ich auch rauf könnte. Zumindest sind das die Eingänge am nächsten, die ich benutzen könnte. Voilà, bleibt mal stehen. Ah, ist er nicht geil. Ist ja gar nicht dran. Das ist ja. Farashi. Oh, ich habe die zwei nicht umbenannt, verdammt. Ah, hab ich vergessen. Mach ich nächstes Mal. Sorry. Hudson. Ist blöd, wenn ich den davor schicke, oder? McLeod. Hudson. Ich schicke McLeod mal hierher. Ich würde gern so schnell wie möglich mit den Stürmern einen Raum gewinnen. Die Frage ist, ob sie von rechts oder von links kommen. Es ist sehr unwahrscheinlich. Nein, es ist nicht sehr unwahrscheinlich. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass hier irgendwelche Gegner sind. Und es ist irgendwie sehr, sehr schlecht Deckung hier. Es ist alles halbe Deckung, beziehungsweise nur hier volle Deckung und hier volle Deckung. Und ich komme sehr schlecht zu diesem Gebäude, ohne dass ich schon relativ viel aufdecken muss von der Karte. Ah. Ja, gut. Na dann. Dann wird es schon ziemlich knapp werden, ne? Okay. Haben wir hier noch einen Schuss frei? Natürlich. 66, okay. Der sieht keinen von beiden. Oh Gott, das ist ein Wahnsinn. Das ist echt nicht zu gebrauchen, dieser Sniper. Echt diese... Diese großen Wagen, die mir im Weg stehen, sind echt nicht so wirklich toll für mich. Na gut. Dann mache ich hier eine Feldpostenfalle und hoffe, dass sich das ausgeht. So, ich habe jetzt das Problem, dass ich wahrscheinlich beide Raketen oder zwei Raketen verbrauchen muss hier. Ja, das. Oh Gott. 75. Das Problem ist bei diesen Chrysaliden, die haben verhärtet. Das heißt, sie sind. Sehr schwer, also man kann sehr schwer kritische Treffer an ihnen anbringen. Selbst mit. Wie heißen sie? Mit Stürmern. Aber was ich auch machen könnte, ist. Kann sich das. Haben sie? Wie viele Felder ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, sie haben 8 Felder Reichweite. Okay, ich werde mich jetzt zurückziehen. So, hierher. Das ist eigentlich auch blöd. Ich ziehe mich hierher zurück. Ist auch blöd eigentlich. Sieht dann auf beide Arten. Jetzt bleibt mir nichts anderes über. Ich ziehe mich hierher zurück. Noch einen Feldposten. Und werde... Wie weit komme ich da?
Okay. Sie hat auch einen. Eine Granate. Das heißt, ich werde mal eine Granate hierher werfen. Puh, ist sehr unangenehm, wenn ich schon so viele Ressourcen am Anfang verbrauchen muss. Und hier muss ich leider eine Rakete verwenden. Weil der kommt mir sonst zu nahe. Und ich sollte schauen. Oh. Da steht irgendein Zivilist im Weg. Das zivile Opfer muss ich jetzt mal bringen. 6 Schaden ist sehr gut. Jetzt werden wir versuchen mit. Ah! Das war der falsche! Oh, verdammt. Scheiße. Der bewegt sich als zweiter noch dazu. Nein. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich einen Stürmer verlieren. Nein! Er geht rauf! Okay, er versucht den Zivilisten zu. Oder er greift den Zivilisten an. Sehr blutrünstig. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass der. Oh Gott. Dass der Zivilist dann nächste Runde aufsteht als Zombie. Oder übernächste Runde, ich weiß nicht genau. Ich muss eine neue Deckung suchen. Ja, ist schon gut. Das Auto gibt mal den Geist auf. Das Auto auch. Sehr gut, das heißt, sie können mir nicht mehr gefährlich werden. So, was habe ich hier? Wen kann ich hier treffen? Mit welchen Chancen? Schlecht, schlecht, sehr gut. Gut, aha. Weil es wahrscheinlich intelligenter wäre, den zu versuchen. Dann sind die anderen zwei nämlich. Ja, das trifft schon wieder nicht. Nächstes Mal kriege ich ihn. Ja, hoffentlich, ja. Das geht sich nicht aus. Das würde sich ausgehen. Hat einer von denen Kugelschwarm? Nein, aber sie hat. Ist ja weiter die Gefahrenzone. Yeah, cool. Ist ja grandios. Bringt mir jetzt in dem Fall nichts, aber. So, stellen wir hier beide hierher. In Bewegung. Ich muss den loswerden irgendwie. Hier, das geht sich aus. Sie hat auch eine Granate, sie hat die Granate schon verwendet, ne? Theoretisch könnte ich auch. Nein, ich muss ihn loswerden. Also dann. Sehr auszehrend diese Mission jetzt schon. Da ist das erste, der zweite Gegnerschwall. 71%, komm! Ich kann mir meine Frustration wohl anhören. Ah, Pistole auspacken, weil die. Also ich zeig's mal her kurz. Die Schrotflinte hat auf längere Distanzen einen Reichweitenmalus, während sie auf kurze Distanzen einen Reichweitenbonus hat. Das heißt, auf längere Distanzen sollte ich eher die Pistole nehmen. Speziell dann, wenn es nur mehr einen Schaden zu machen gibt. Okay. Sehr gut. Die zwei sind jetzt nämlich dadurch wieder in Deckung. Und dieser Zivilist geht mir jetzt schon ziemlich auf den Geist. Der steht nämlich genau vor dieser Röhre, auf die ich raufklettern könnte. Eieiei, das ist nicht gut. Okay. Ich habe hier nur mehr die beiden, ne? Ich muss den weiter vor. Aber ich habe schlechte Deckung hier, das ist. Ist sehr unangenehm, ne? Ist echt Bauchweh. Mit Bauchweh geht das nur. Gegnerische Verteidigung, Reichweite plus 12. Das heißt, ich habe schon Bonus. Bonusgenauigkeit durch die Schrotflinte. Probieren wir es. Treffer, wenigstens etwas. 36% ist mir eindeutig zu wenig. Ist schon jemand angeschlagen von uns? Nein, oder? Noch nicht, aber.
der hat der hohe Deckung oder niedrige Deckung? Er hat hohe Deckung. Das heißt, wir warten hier einfach ab, weil ich gehe davon aus, dass er vielleicht einen Zivilisten umbringen wird. Ja, hier haben wir schon diesen Zombie. Komm, was machst du? Was machst du? Hey. Diese Zombies, die von den Chrysaliden quasi erzeugt werden, haben 10 Schadenspunkte. Was gar nicht mal so wenig ist. Können sich allerdings nicht allzu weit bewegen pro Runde. Das war schon. Also das ist schon die zweite Bewegung und er kann jetzt nicht mehr angreifen. Was in meinen Augen eine gute Sache ist. Okay, der verzieht sich. Eine wahrhaftige Terrormission. So. Kann ich... Hallo? Ah ja, jetzt bin ich wieder da. Wer hat hier mehr... Er braucht noch einen Kill. Sehr schön. Okay, erster Zombie erledigt. So rettet man Zivilisten übrigens. So, wo stellen wir ihn hin? Am besten hier, ja. So weit wie möglich nach vorne. Oh, mit ihm ist das immer so eine Sache, ne? Stellen wir mal hier, ja. Versuchen wir hier unsere Falle wieder aufzubauen. Ich weiß, ich enttäusche euch konstant damit, dass die Sniper nicht so stark sind, wie ich angekündigt hatte, aber es bieten sich irgendwie die Gelegenheiten nicht. Rechts oben sieht man übrigens, wie viele Zivilisten noch auf der Karte sind, wie viele das schon von mir gerettet wurden und wie viele schon gestorben sind. Idealerweise zeigt die rechte Zahl 0 an, aber darauf kann ich mich wohl nicht verlassen. Was ist hier los? Was soll das? So. Was ist denn jetzt? Hat schon wieder niemanden im Visier? Ist doch echt zum Verzweifeln hier. So, wir werden wieder uns hinter der Ecke verstecken. Unseren Sniper werden wir hier. Was ist da los? Oh, er schießt gleich auf mich. Was soll das? Den Sniper werden wir hier herstellen. Dann sieht er vielleicht nichts davon oder was. Sehr gut. Okay. Theoretisch könnte ich da schon aufräumen gehen. Die anderen zwei waren doch eh oben, oder? Und die Frage, wo genau der war, jetzt sehe ich es natürlich wieder nicht. Wir mal einen kurzen Blick hier über die, um die Ecke werfen. Also muss er irgendwo hier sein. Okay. Wie sagt Darkwindtag? 2, 1. Risiko. So, schauen wir mal, was hier passiert. Ah, da ist er. Ja, ist sehr schlecht. Sehr schlecht deswegen, weil ich jetzt da stehe und nichts machen kann. Oh, ich kann schon etwas machen. Und zwar... noch einen Zivilisten retten. Idealerweise keine neue Gruppe aufdecken. 53%, ist mir egal. Ich treffe sowieso nicht. Okay. Hier herstellen und hier herstellen. Deckungsfeuer. Ich treffe nur den oben, oder wie? Ich sehe den gar nicht. Wo ist der? Ah, da oben, okay. Deckungsfeuer hat.
Machen wir Deckungsfeuer. Feldposten, das ist alles sehr wirr jetzt. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Jawohl, danke. Und tschüss. Okay, sehr schön. Der. Was hat der vor? Gar nichts? Der hat jetzt gar nichts gemacht? Yes, das mache ich. Na gut. Dann bestatten wir ihm oben mal einen Besuch ab. Ja, 47 ist nicht optimal. Was haben wir hier? 5. Den könnte ich theoretisch so ausschalten. Okay. Oder wir probieren es jetzt endlich mal mit einem ordentlichen Sniper-Treffer. Er macht 3 Schaden. Habe ich das jetzt wirklich gesehen, dass er 3 Schaden macht? Okay. Dann nicht. Was habe ich noch für Möglichkeiten hier? Nicht mehr allzu viele, ne? Also der hat sowieso nur mehr einen HP, deswegen werden wir mit der Pistole versuchen, diesen 56er Schuss anzubringen. Wird auch nichts. Okay. Das ist nicht gut, da hast du recht, ja. Ja, KZ ist schon gut, ja, ja, ist gut. Ja, retten über 2 weitere Zivilisten. Man muss übrigens nicht alle Zivilisten retten. Man kann auch einfach. Sieht da nicht aus. Was ist das für Scheiße hier? Man kann auch einfach die Mission beenden, indem man alle Aliens tötet. Dann gelten die verbleibenden Zivilisten natürlich automatisch als gerettet. So, probieren wir das noch hier. Ja, getroffen. Das heißt, ich brauche meinen. Ich brauche meine Rakete nicht verwenden. Oh, verdammt. Das ist der nächste. Aber, aus unerwarteten Gründen, naja, das ist in Terrormissionen oft so, dass die Gegner sich eher auf Zivilisten fokussieren. Werden wir noch einen Zivilisten befreien? Was haben wir da oben jetzt? Da oben geht es folgendermaßen ab. Michael hat schon ein Level Up. Christine noch nicht. Deswegen. Okay, tschüss. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Nicht so einfach, wie ich. Wie es mir erhofft hätte. Vor allem unser Sniper hat, wie schon erwähnt, in einer Terrormission sind Sniper nicht optimal. Aber wir haben es trotzdem versucht und hat zumindest einen Schuss getroffen. Naja, gut. Und ja. Zumindest besser gelaufen als die eine UFO-Landeaktion. Hoffentlich verlaufen alle Operationen so reibungslos wie diese. Ich will nicht sagen, dass sie reibungslos war. Also immerhin haben wir bei der letzten UFO-Landung hier einen Sniper verloren. So, neue Fähigkeiten. Wie schon erwähnt, auch hier, ich werde die beiden Unterstützer genau gleich skillen, deswegen, weil es bei den Unterstützern, so wie ich spiele, eigentlich keine andere Verwendung gibt. Also für die Fähigkeiten, die ich dann nicht nehme, gibt es fast keine andere Verwendung, deswegen nehme ich auch hier Deckungsfeuer. Und Deckungsfeuer ist natürlich immer gut zu haben, wie wir heute gesehen haben, oder in der Mission kurz gesehen haben. Ja, endlich! Blitzschnelle Reflexe oder nah und persönlich. Da wir bei Tiffany schon blitzschnelle Reflexe haben, werden wir jetzt nah und persönlich nehmen. Glaube ich fast. Bei nah und persönlich auch manchmal etwas problematisch ist.
Blitzschnellreflexe sind nämlich auch sehr wertvoll. Und es ist auch gut, zwei davon zu haben. Ich nehme trotzdem Blitzschnellreflexe, auch wenn ich gerne Namen persönlich herzeigen wollte, aber es ist jetzt nicht, keine aufregende Fähigkeit. Also Blitzschnellreflexe sehen wir öfter und ist öfter nützlich. Deswegen hier Blitzschnellreflexe. Michael, was haben wir? Wir haben beim zweiten Holozielen genommen, das heißt, wir nehmen hier wieder den Kugelschwarm oder den Kugelhagel. Und hier nehmen wir das Taktikverständnis. Aus den offensichtlichen Gründen. Und wir bekommen eine Ehrenmedaille des Rates, eine neue ist das. Und eine. Oh, ganz schön viele sogar. Natürlich die Sachen, die wir nicht in die Luft gesprengt haben. Und wenn man eine Panikmission macht, wird das Paniklevel in dem jeweiligen Land um 2 verringert und im ganzen Kontinent um 1. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Deswegen haben wir ein Jahr in Australien. Ich bin sicher, die Truppen werden die Opferzahl da draußen gerne ausgleichen. Ja, deswegen haben wir in Asien quasi kein Problem mit der Panik. Dort, wo es eigentlich egal wäre, aber kann man nichts machen. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Genau. Orden. Wie viel habe ich da jetzt? Die neue Kraft zu weisen. Was haben wir? Ah, genau. Da kann man sich entscheiden. Entweder plus 1 Zielsicherheit und Willenskraft für Missionen ohne eigene Verluste. Das ist auf einfach und normal sehr stark, weil man sehr selten Soldaten verliert. Oder plus 10 Zielsicherheit und Chance auf kritische Treffer, solange keine verbündeten Einheiten im Umkreis von 7 Feldern sind. Wir werden die nehmen und die werden wir unseren Snipern geben. Machen wir jetzt gleich. Okay, die anderen haben wir. Was kann die? Willenskraft. Da könnte ich noch eine. Ich mache das dann, wenn ich es gesagt habe. Wenn ich mir den ersten Mech baue. Und hier haben wir. Achso, na, die Willenskraft habe ich. Wollte ich noch warten. Wen gebe ich die Willenskraft jetzt eigentlich? Ja, Eiko bekommt mal die Willenskraft. Es ist immer gut, wenn Unterstützer nicht in Panik verfallen, genauso wie es immer gut ist, wenn. Wen haben wir da noch eigentlich einen schweren? Zhang hätten wir noch. Genauso wie es gut ist, wenn wir Schwere haben, die nicht in Panik verfallen. Weil die dann mit ihren Raketen unsere. Na, unsere Truppen noch vor dem sicheren Tod retten können. So, wir bekommen da jetzt noch etwas. Ich glaube Linux oder. Wir geben Linux mal einen Orden. Weil der in der nächsten Mission ziemlich sicher dabei sein wird. Und der kann die Deckungsbonus durchaus gebrauchen. Es gibt übrigens ein Achievement, in dem man. Oder. Für das man auf einem Soldaten alle 5 möglichen Orden anbringen muss. Wobei der letzte Orden, glaube ich, den kann man nur einmal vergeben. Das heißt, man muss sich das genauer anschauen. Wie lange sind die noch? Die sind alle relativ kurz noch verwundet. Deswegen. Habe ich jetzt Kohle? Nein, habe ich keine Kohle. Unsere schlimmsten Befürchtungen könnten wahr werden. Kannst du jetzt nicht auf den Tisch gehen. Es geht nicht nur um Entführungen. Sie planen etwas anderes. Also 2 Tage noch für den Aufzug. Kybernetik glaube noch einen Tag. Einen Tag für den Satelliten. Ratsbericht 5 Tage, okay. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Machen wir gleich. Also es ist ziemlich sicher, dass wir keine Mission mehr in dem Monat haben. Wir hatten ja eh ganz schön viele. Das heißt, ich könnte theoretisch die Satelliten schon raufschicken, aber ich schaue mir zuerst das Kybernetik-Labor an. Gut. Die Soldaten, die sich freiwillig in eine Mech-Einheit verwandeln lassen, opfern viel. Aber sie geben nicht alles auf, was sie vorher ausgemacht hat.
Ein Mech-Soldat kann auch einige seiner früheren Trainings- und Kampffertigkeiten im Einsatz mit dem Cyberanzug anwenden. Gut, das heißt nur, dass die Zielgenauigkeit und die Klasse übernommen wird. Das sehen wir gleich. In dieser Einrichtung können wir mechanische Exoskelett-Cyberanzüge, Mechs, entwickeln und unseren Soldaten die kybernetischen Interfaces implantieren, durch die sie die Mechs in der Schlacht einsetzen können. So, also je nachdem, welche Klasse der Soldat hatte, den wir in einen Mech verwandeln, man kann übrigens Rekruten nicht in Mechs verwandeln. Je nachdem, welche Klasse, dass wir uns aussuchen quasi, haben wir verschiedene Boni. Ich zeig das kurz mal her. Beim Sturm wäre das stoßabsorbierende Panzerung. Erlittener Schaden von Gegnern im Umkreis von 4 Feldern um 33% reduziert. Das heißt, Gegner, die nah bei mir dranstellen, machen einfach weniger Schaden. Für Schwere wäre das der Körperschutzschild. Der nächstgelegene sichtbare Gegner erleidet minus 20 Zielgenauigkeit und kann bei dieser Einheit keine kritischen Treffer landen. Ist auch nicht so gut. Beim Scharfschützen hätten wir Plattformstabilität. Alle Schüsse aus der Bewegungslosigkeit bekommen plus 10 Zielgenauigkeit und plus 10 Chance auf kritische Treffer. Bewegungslosigkeit heißt übrigens das, dass man quasi stehen bleibt und in der nächsten Runde gleich aus dem Stand schießt. Und das, was wir nehmen werden, schauen wir mal, wo unser erster Unterschied ist. Verzerrungsfeld. Verbündete in der Nähe und in Deckung erhalten plus 10 Verteidigung. Das heißt, wenn um den Mech eigene Soldaten herumstehen und sich nicht im freien Feld befinden, sondern irgendwo in einer Deckung, bekommen sie plus 10 Verteidigung, was super ist, wie ich finde, und die Fähigkeit, die wir auch uns holen werden. Dazu brauchen wir allerdings 10 Credits. Wir werden aber den Schwarzmarkt besuchen. Ja, machen wir so. So, also. Auf zum Soldaten optimieren. Wir können natürlich auch mehrere Soldaten in Mechs verwandeln, aber ich werde höchstwahrscheinlich nur einen machen. Und einen der beiden. Ich schaue mir noch an, wer mehr Zielgenauigkeit hat. Christiane. Also er hat 70 und er hat auch 70, also es ist egal. Und was bist du? Also nehmen wir Tafari. Unseren nigerianischen Freund Tafari. Das ist doch die Flagge von Nigerien, oder? Okay. Wir beraten uns mit Dr. Wahlen bezüglich der nötigen Amputation und beginnen schnellstmöglich mit der Einpflanzung der Cyberanzug-Interfaces. Gut. Das dauert jetzt 3 Tage, in den 3 Tagen ist er natürlich nicht verfügbar und erst dann können wir auch den Anzug selbst bauen, der auch nochmal Geld kostet und Meld. Allerdings geht das, wie gesagt, erst dann, wenn die kybernetische Optimierung fertig ist. Und das werden wir, den Anzug werden wir auch erst nächstes Monat bauen, weil dazu brauchen wir etwas Kohle. Sehr gut. Jetzt kann ich den Satelliten-Nexus bauen, nächstes Monat. Das heißt, er kann nicht nur 2 Satelliten kontrollieren, sondern 4 Satelliten kontrollieren und der Verbundbonus bleibt gleich. Was machen wir jetzt? Schalenrüstung wahrscheinlich. Wie gesagt, Strahlwaffen. Lasse ich mir noch Zeit. Soll ich die Energiequelle brauche ich wahrscheinlich nicht, weil ich ein sehr gutes Dampffeld vor mir habe und das Dampffeld wahrscheinlich genug sein wird, um mich für den Rest des Basisbaus mit Energie zu versorgen. Deswegen werden wir die Energiequelle hinten anstellen und wahrscheinlich die Schalenrüstung machen. Wobei das sowieso. Ich verstehe es nur nicht. Warum setzen Sie so hochentwickelte Technologie gegen Zivilisten ein? Ja. Was wollte ich machen? Ah ja. Wobei das jetzt sowieso bald unterbrochen wird, weil ich werde die Satelliten raufschicken und dann die ganzen Obduktionen und Verhöre machen, weil die dann sofort gehen. Ne? Und ich quasi keine Zeit damit verschwenden muss. Wir werden auf die kybernetische Optimierung warten und dann die Satelliten aufschicken, oder? Ja, wir machen noch den Aufzug und schicken dann die Satelliten auf. Einsatzfähig. So, Satelliten starten. 3 haben wir, glaube ich. Genau, und maximal 5 können wir in den Orbit schießen. Okay.
Das ist natürlich jetzt sehr unangenehm, weil Kanada ist nicht so wichtig. Ich überlege mir gerade, ob ich mit dem noch warten sollte bis nächstes Monat, aber das dauert mir eigentlich zu lange. Machen wir es. Satellit starten. Satellit gestartet. Satellit gestartet. So. Und der Continent-Bonus, auf den ich am ersten verzichten kann, ist wahrscheinlich Europa. Ich habe keine Ahnung, was dort los ist. Sprechen Sie mit dem Wartungsteam. Deswegen werde ich den letzten noch ins Süd. Ich werde den letzten noch in Südafrika starten, weil das heißt nämlich Folgendes: Es gibt nur ein Land dann in Afrika, das bei dem Entführungsmissionen stattfinden können. Und das kann ich dann immer ignorieren, weil ich es nächstes Monat sowieso dann mit einem Satelliten bestücken werde. Die anderen werde ich dann je nachdem. Nichts Neues zu sehen. Ja. Es gibt auch keine Berichte von außerhalb. Werde ich dann je nachdem bewältigen, wie sie mir vorkommen. Also nächster Südafrika. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Okay. Finanzen. Wir müssen übrigens auch noch weitere Flugzeuge stationieren, glaube ich. Und zwar in Afrika. Afrika haben wir schon. Südamerika, genau. Südamerika müssen wir. Ich werde mir nur eine leisten können. Das wird sich nicht anders ausgehen. So, schauen wir, was die kybernetische Optimierung bringt. Die kybernetischen Interfaces sind implantiert, aber ohne einen Cyberanzug sind sie noch zu nichts nütze. Ich würde vorschlagen, dass wir umgehend einen herstellen. Sie werden überrascht sein, über welche enormen Fähigkeiten unser neuer Mech-Soldat in diesem Anzug verfügt. Jetzt können wir zum Mech-Verzeichnis gehen und einen Mech bauen. Der kostet allerdings 25, was wir jetzt sogar irgendwie aufstellen werden. Damit wir uns das nicht nächste Mission leisten müssen. Wir brauchen 20, haben wir gesagt. Okay. Einen noch. Sucher. Ja, Sucher. Na, Sucher brauchen wir für die. Brauchen wir Sucher? Ja, wir brauchen die für die Respiratoren später. Das heißt, wir machen. Dünner Mann wahrscheinlich, ja. Wollen wir einen Mech? Und zwar, wollen wir den? Können uns bei dem Mech, jedes Mal, wenn wir ihn upgraden, was dreimal geht, und das hängt mit der Rüstungsstufe zusammen, die wir schon erforscht haben, können wir uns zwischen zwei Fähigkeiten entscheiden. In der ersten Stufe ist das Flammenwerfer und kinetischer Schlag. Flammenwerfer ist einfach auf der linken Hand so ein Flammenwerfer, der in einem Bereich vor dem Mech, dann in einem kegelförmigen Bereich Schaden anrichtet. Und noch dazu, alle Gegner, die getroffen werden, geraten in Panik oder haben zumindest eine hohe Chance, in Panik zu geraten. Während kinetischer Schlag ein Nahkampfmodul ist, das heißt, man muss sich vor den Gegner hinstellen und kann dann mit kinetischem Schlag den Gegner so richtig eine reindrücken. Und das macht 12 Schaden am Anfang, das kann man noch upgraden. Das noch dazu, mit dem kinetischen Schlag einher geht, dass der Mech, dass die Bewegung des Mechs verbessert ist. Also er kann, glaube ich, 2 Felder pro Bewegung weitergehen, was schon sehr, sehr viel ausmacht. Ich spiele fast immer mit kinetischer Schlag. Ich habe erst einmal den Flammenwerfer probiert und dadurch. Also mir gefällt der Flammenwerfer einfach nicht. Es kommt vor allem auf einfach und normal. Es sind zu wenig Gegner am Schlachtfeld, dass sich das auszahlen würde. Deswegen nehme ich fast immer kinetischer Schlag, weil der bleibt auch im Ende dann gegen die anderen Robotergegner sehr relevant, weil. Ja. Denen kann man halt dann sehr viel Schaden reindrücken. Also nehmen wir hier mal kinetischen Schlag. Da haben wir einen Mech gebaut. Den können wir auch gleich ausrüsten. Wo ist sie? Hier. Bewaffnung, da müssen wir quasi den Mech-Anzug anziehen. Das kinetische Angriffsmodul ist eine starke und doch präzise Waffe. Es kann von entscheidendem Vorteil im Nahkampf sein und die Deckung des Feindes neutralisieren.
Ja, genau, man kann damit auch durch Wände durchschlagen und gewisse Deckungen zerstören damit. Aber dazu haben wir nämlich noch eine Fähigkeit. Und zwar die Fähigkeiten der Soldaten selbst entwickeln sich auch weiter. Und als erste Fähigkeit bekommt er Begleitschaden. Das ist, wenn er mit der Waffe kann er so einen kleinen Bereich, ungefähr halb so groß wie bei einer Granate. Zu treffen und macht 34, also quasi ein Drittel so viel, wie die Waffe eigentlich Schaden machen würde. Aber das Gute daran ist, es zerstört auch die Deckung. Und dann kann ich mit anderen, dann kann ich vielleicht mit anderen Soldaten besser treffen auf den jeweiligen Gegner. Und außerdem, es macht die zwei Schaden auch, also ziemlich sicher, also ein bis zwei Schaden ziemlich sicher. Das heißt, wenn ich einen Gegner habe, der nur mehr ein oder zwei Schaden Lebenspunkte hat, kann ich Kollateralschaden oder Begleitschaden auf ihn anwenden, sofern er in Sichtweite ist. Und auch wenn er in Deckung ist, ist es ziemlich sicher, dass er den Schaden nimmt. Deswegen ist die Funktion sehr gut. Also die, wir können es uns eh nicht aussuchen, also die gibt es sowieso umsonst hier. So, was haben wir noch auf der Platte hier? Ratsbericht, okay. Schauen wir, wie es mit unserer Technikabteilung ausschaut. Ich sollte nicht hier ausheben. Das kostet 10, 20, 40. Das muss ich mir auch noch leisten jetzt, bevor ich den Ratsbericht mache. 40, also 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 40, so. Wenn ich den bauen, so. Es dauert nämlich 5 Tage und das Bauen von dem Ding dort auch nochmal. Das ist alles ziemlich, ziemlich knapp hier bei mir jetzt. So, zweiter Ratsbericht. Vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Wow, das war ein ziemlich erfolgreicher Monat. 2 Ratsmissionen, 2 UFOs, 1 Terrormission und 2 Entführungen. Das sind 6-7 Missionen in einem Monat. Das ist sehr viel. Das sind nur ungefähr 3 Tage zwischen den Missionen. Ah, es sind 4 Tage zwischen den Missionen. 3 Satelliten gestartet. Forschungs. Bla bla bla, das ist auch nicht so. Wissenschaftler, Ingenieure 6. Sehr gut, weitermachen, weitermachen. So gefällt mir das. Wir bleiben in Kontakt, Commander. So, kann ich diesen. Ja, ich brauche jetzt noch Energie. Das Problem wird sein, dass sich das nicht ausgeht. Shit. Ich werde wahrscheinlich nicht genug. Puh, das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Ich werde hier auf jeden Fall dieses Satelliten-Nexus bauen müssen. Und ich muss ihn bauen. Wie schnell muss ich ihn bauen? Ich fürchte fast, er braucht etwas länger zu bauen als die normalen Satellitenkontrollzentralen. Und die brauchen 14 Tage. Braucht mehr Energie und. Ich habe 5 Tage hier, dann bleiben mir noch 25. Es müsste gar nicht ausgehen, oh ja. Es wird ziemlich eng werden mit der Zeit, aber es müsste sich ausgehen. Wenn es nicht ausgeht, dann werden wir einige Länder verlieren am Ende dieses Monats. Also lassen wir es mal so. Ich kann mir auch nichts anderes leisten jetzt. Habe ich genug Ingenieure, um das zu bauen? 25 Ingenieure, schauen wir mal nach. 26, sehr gut. Also da besteht jetzt kein Problem. Und wie viel Geld habe ich? Wie viel kostet der Nexus? Der Nexus kostet 2,50 und ich brauche dann 4 Satelliten. Ah nein, 5 Satelliten. Und das sind 59,60. 65 sind 300. Und 2,50 sind 55, ne? Oder 55 brauche ich, 3,25 habe ich. Das heißt, mir fehlen 225 Credits. Ist nicht optimal, aber ja, okay. Kriege ich schon irgendwie zusammen. Hoffentlich. Ah, ich muss ja dieses Skaftik auch noch bauen. Scheiße. Wie kostet das? Schauen wir mal, wie ist das? Erdwärmekraftwerk kostet 200. Oh, fuck. Ah, ich kann es mir nicht leisten. Ich muss das jetzt abbrechen. Und hier ausheben. Da ein Kraftwerk bauen. Ich kann es mir nicht anders leisten. Zu wenig Geld. Kann auch nicht genug verkaufen eigentlich.
Könnte vielleicht Alien-Legierungen zu verkaufen. Naja, das. Ja, schauen wir, wie weit das wir kommen damit. Ich würde auch gerne eine Gießerei bauen, allerdings fällt das natürlich auch ins Wasser, weil ich keine. Ich muss natürlich. Ist auch noch. Ich muss natürlich hier in Südamerika auch noch einen Abfangjäger kaufen. Das fällt auch ins Wasser, die Gießerei, weil ich nicht genug Geld habe. Das ist, weil ich so viele Offiziersschule-Upgrades gekauft habe. Das wäre auch gut, wenn ich. Achso, das kann ich erst, wenn ich einen Major habe. Gut. Es tut mir sehr weh, dass ich das jetzt nicht ändern kann. Aber. Was wir unbedingt machen jetzt. Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Gut, also machen wir die ganzen Autopsien und das Verhör. Trotz ihres äußeren Erscheinungsbilds scheint diese Maschine nicht aus organischen Komponenten zu bestehen. Ihre Oberfläche hat eine höchst ungewöhnliche metallische Struktur, die irgendwie mit den Dämpfen, die sie zur Tarnung absondert, zu interagieren scheint. Sehr schön. Und da bekommen wir drei Upgrades, also drei Sachen, die wir bauen können. Erstens das Respiratorimplantat. Das ist so wie eine Nanoweste, nur dass es auch verhindert, dass ich stranguliert werde und mich immun gegen Gift macht, was sehr gut ist. Eine Geistergranate, die uns für kurze Zeit unsichtbar macht, also zumindest alle, die bei uns dann im Radius stehen. Und mimetische Haut als genetische Verbesserung, die kann einen Soldaten quasi fast permanent unsichtbar machen, solange er sich in hoher Deckung befindet. So, Krystallidenautopsie. Basierend auf unseren bisherigen Beobachtungen an der Front, einschließlich einiger sehr bizarrer, traumatisierender Fälle von Geburten seiner Jungen, bezeichnen wir dieses Exemplar als Chrysalid. Das sind halt die wahnsinnigen Nahkämpfer. Da bekommen wir zum Bauen in der Ingenieursbucht oder in der Werkstatt den Chitinpanzer, der den Nahkampfschaden, den meine Soldaten erleidet, deutlich verringert, was dann in späteren Missionen, wenn mehr Chrysaliden unterwegs sind, durchaus Sinn macht. Dann bekommen wir noch eine Splittergranate. Die hat eine größere Reichweite als normale Explosionsgranaten, können aber nicht durch Deckung durch. Das heißt, ich muss quasi sie so werfen, dass sie hinter den Gegnern oder hinter der gegnerischen Deckung landet. Und bioelektrische Haut. Damit kann man, ja wie gesagt, man kann Gegner enttarnen und es macht einen immun gegen Strangulation. Allerdings, ich verwende mimetische Haut fast nie. Also bioelektrische Haut, Entschuldigung. Mimetische Haut verwende ich fast immer. Der Große wird inoffiziell als dünner Mann bezeichnet. Erste Tests haben ergeben, dass die Aliens versucht haben, die genetische Struktur zu verändern, um ihn möglichst menschlich aussehen zu lassen. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass die Veränderung der Augen, die wie Reptilienaugen aussehen, problematisch gewesen sein muss. Das ist auch der Grund, warum sie immer Brillen tragen. So, und da bekommen wir eine Gasgranate. Die habe ich noch nie verwendet und ich glaube auch nicht, dass die so wirklich sinnvoll ist. Und Muskelfaserdichte. Das heißt, ich kann meine Soldaten genetisch so modifizieren, dass sie auf Dächer springen können, ohne Leitern zu brauchen. Ja. Schweberautopsie. Wir bezeichnen dieses Exemplar als Schweber. Ich bin mir sicher, es ist klar, warum. Das Forschungsteam untersucht weiter, wie die Aliens verhindern, dass das organische Material die mechanischen Teile abstößt. Sie scheinen perfekt zu harmonieren. So, mit der kann ich dann eine Verteidigungsmatrix herstellen, die meine Abfangjäger zweimal vor gegnerischen Geschossen schützen kann. Die muss ich halt bauen, die kostet auch etwas und die ist nur einmal zu verwenden und so weiter. Also das sehen wir vielleicht dann später mal. Sektoidenautopsie. Die Autopsie der von Ihnen sichergestellten Aliens erbrachte einige interessante Ergebnisse. Das Forschungsteam bezeichnet diese Variation als Sektoid. Der Grund dafür ist der ungewöhnliche Aufbau seiner Organe, die wir für das Ergebnis einer Genmanipulation halten.
Wie schon an der Front beobachtet, verfügt auch diese Spezies über so etwas wie telepathische Kräfte. Zumindest leicht telepathische Kräfte. So, und damit bekommen wir die Satellitenzielhilfe. Das bringt das, wenn ich einen Abfangjäger vor einem UFO quasi habe und er schießt, und der Abfangjäger schießt auf das UFO, kann ich dieses Modul aktivieren und die nächsten zwei Schüsse treffen auf jeden Fall. So, und jetzt verhören wir mal den dünnen Mann. Also, wie ist es gelaufen, Doktor? Besser als erwartet. Bevor die Kreatur verschwand, war ich in der Lage, einige neue Informationen zu extrahieren. Sie sagen, das Ding hat mit Ihnen gesprochen? Nicht direkt. Aber wenn man Zugriff auf das Gehirn einer Kreatur hat, kann man bestimmte Muster erkennen. Aktuelle Bilder und Gedanken. Und worüber hat unser verstorbener Freund nachgedacht? Dieses Bild ist während der Prozedur mehrmals im Gehirn der Kreatur aufgetaucht. Das kennen wir doch bereits, Doktor. Das ist wohl kaum die Art von Durchbruch, die wir... Und in Ihren Gedanken gab es eine neutrale Verbindung zwischen diesem Bild und diesem. Das ist das Ding, das urplötzlich verschwunden ist, als wir das erste UFO abgeschossen haben. Und lassen Sie mich raten, Sie wollen auch in seinem Hirn rumstochern? Das ist das nächste Teil des Puzzles. Und dieses Mal sollten wir es vielleicht nicht erschießen, sondern lebend fangen. Also das nächste Ziel ist, einen Außenweltler-Alien zu fangen. Das sind die, die immer die UFOs steuern, diese Kristalltypen, die sie aus dem Kristall aufbauen und wieder in den Kristall zusammengehen. So da. Gut. Und jetzt, was erforschen wir jetzt weiter? Wir haben Schallenrüstung angefangen, richtig? Dann machen wir das weiter. Wir haben alles, was wir benötigen, um ein Alien für die Vernehmung zu ergreifen und zu verwahren. Jetzt liegt es bei unseren Bodentruppen. Ich bin immer noch unschlüssig, was ich jetzt im Endeffekt machen sollte. Wir haben zumindest alle unsere Truppen wieder zur Verfügung. Schalenrüstung, Anfrage von Afrika. Okay, naja, dann geht's halt los. Dann geht's schon los. Okay, also das hat alles funktioniert. Wir sollten auch jetzt bald einmal... In Kriegszeiten gibt es immer einen Anführer, einen General. Jemanden, der die Befehle gibt. Das ist bei diesen Aliens nicht anders. Die Frage ist, welche Macht oder Autorität kann so eine Vielzahl an außerirdischen Spezies kontrollieren? Was lässt sie diesen Plan verfolgen? Hier könnte ich diese Boosts bauen, die mir beim Abschießen von UFOs helfen. Und jetzt können wir die ganzen neuen Sachen bauen, die wir gefunden haben, also die wir jetzt bauen können. Unter anderem auch das Respirator-Implantat. Dass ich mir gerade überlege, ob ich es nicht bauen sollte. Ja, später vielleicht. Schauen wir mal, was die erste Mission ist. Sollte bald kommen. Okay, jetzt haben wir das Problem, dass wir dann nur einen Abfangjäger haben und das ist Mittel. Das heißt, es kann sein, dass wir das nicht abschießen können. Was vielleicht dann nicht so gut ist. Wir sind dran. Go, 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 Abfangjäger. Hier wären diese Hilfen, die ich aktivieren könnte. Puh, das war sehr knapp. Er hätte noch einen Schuss, also das war der letzte Schuss, den er ausgehalten hätte. Das heißt, der ist jetzt ziemlich lange Reparatur, aber er hat ihn abgeschossen. Auf zum nächsten UFO-Absturz, wo wir idealerweise den Außenweltler festnehmen sollten. Dazu habe ich schon eine Spezialtaktik. Und zwar nehmen wir beide Unterstützer mit. Einer nimmt den. Das. Haben wir jetzt. Sind die beide auf dem gleichen Level jetzt? Ja, die sind beide auf dem gleichen Level drinnen, ne? Ja. Und du bekommst. Den Pulsbogen mit. Und einer von euch wird jetzt sich jetzt entfernen und wir nehmen den Mech mit natürlich. Und wir werden ihn auch sehen nächstes Mal dann. Ich habe das schon eingestellt, oder? Okay. Den wollen wir natürlich auch individualisieren.
Welche Farbe geben wir dem? Normalerweise habe ich immer pink, aber... Nee, gelb. Gelb ist nicht so gut. Hat es euch eine schöne Farbe grün gegeben? Nein, das ist mir zu auffällig. Nehmen wir die. Nehmen wir dunkelgrün, das ist ganz okay. Und ich muss immer noch die... Ah, jetzt habe ich schon drei Namen, die ich ausbessern muss. Damit ich das nicht vergesse, mache ich das gleich jetzt. Ich schaue mir das kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die Namen dementsprechend eingestellt. Und zwar ist das bei Endo. Also für Endo ist der Spitzname Chieva. Für Boruto ist der Spitzname jetzt Laros. Und für Hudson ist der Spitzname jetzt Sverfere. Ich glaube, so spricht man das aus. Das sind alle, die sich bis jetzt als Kommentatoren geäußert haben. Und wenn ihr euch auch vorkommen wollt als Charakter hier, dann einfach Kommentar hinterlassen und ihr kommt mit rein. Natürlich hilft es auch, wenn ihr immer brav den Like-Button drückt. Das hilft auch ungemein. Also, nächstes Mal wieder UFO-Absturz bei einem mittleren UFO. Hoffentlich so, dass wir ein Alien fangen können. Haben wir da eigentlich? Schau mal kurz, ob wir da nicht eine besseren. Nehmen wir Zhang. Was hat er für. Moment kurz, ich muss kurz nachschauen, wen wir mitnehmen. Zhang hätte zwei Raketen und. Naundorf hätte. Wo ist sie? Naundorf hätte. Nein. Naundorf hat, glaube ich, Kugelhagel. Und Deckungsfeuer. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Ich nehme wahrscheinlich aber Naundorf mit. Obwohl Zhang das Level brauchen könnte. Ich nehme Naundorf mit. Zhang hat einfach keine Orden. Gut, also nächstes Mal sehen wir uns dann beim Stürmen des Ufos wieder. Hoffentlich können wir den Außenweltler fangen. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.